die Perla mit dem Megafon. Wir warten jetzt, dass die Frau Senatorin zu uns kommt. Hört sie schon da, das ging schnell. Wir danken erstmal den Hebammen, dass wir die Zeit bekommen, auch hier zu sprechen. Und finden, dass es eine ganz großartige und wichtige Aktion ist. Wir kümmern uns ja um alle Berufsbereiche im Gesundheitsbereich, Pflegebereich. Und daher haben wir heute auch bundesweit, sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen hierher gekommen nach Hamburg, um der Gesundheitsministerin und Ihnen, Frau Brunner-Storcks, auch was zu übergeben. Ich muss einmal kurz runterrasseln. Aus welchen Ländern, aus welchen Häusern Kolleginnen da sind. Aus Hamburg, von der AK, AK Barmbek, vom Roten Kreuz, vom AK St. Georg, von der AWO, aus dem AK Wandsbek, von der ASB, dem Arzt-Nebios, des Medikum-Rissen, Regen und Hohen, AK Barmbek, AK Nord, AK Altona, UKE und noch diverse andere weitere, die ich jetzt noch nicht persönlich Hallo gesagt habe. Pflege am Boden ist da, wir sehen hier in jedem Fall zusammen was machen. Aus Hamburg, Hannover und Lübeck. Aus Niedersachsen, aus Schleswig-Holstein und aus Berlin mit eigenem Transparenz-Event-Set und von der Charité. Und sogar aus Baden-Württemberg, zum Beispiel mit dem Monat Stuttgart und aus NRW und der AWO. Haben Sie extra auf den Weg gemacht, um heute hier dabei zu sein, um das wichtige Thema hier auch weiter zu befördern. Wir arbeiten in ganz vielen Betrieben, klären wir darüber auf, dass zu wenig Personal da ist. Und wenn zu wenig Personal da ist, dann kann man das Folgende machen, nämlich eine Gefährdungsanzeige zu übergeben, das deutlich zu machen dem Betrieb, dass hier ein Problem ist. Und zwar kein persönliches Problem, sondern ein allgemeines, ein strukturelles Problem. Und daher haben wir die Gefährdungsanzeigen, die müssen jetzt gleich kommen. Ah, hier, da links, von der Linken. Von echten Menschen aus, die aus Betrieben arbeiten, die Ihnen jetzt gerne übergeben wollen, das Bruder Storch. Aus dem Bereich Krankenhäuser, Sigi Geil und Maike Serbeck. Aus dem Bereich Pflege. Rolf Innersbrut, der Kollege von Rolf, als Altenpfleger. Sie sehen ganz anders aus. Und wir haben eine dritte Gefährdungsanzeige, das ist nämlich, wir haben ja einen Fachkräftemangel im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich und die Auszubildenden leiden ja auch darunter, dass zu wenig Personal da ist. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Gesundheitsministerkonferenz. Sie haben gehört, dass Sie viele Themen persönlich auch ernsthaft pflegen wollen. Und da wünschen Ihnen viel Erfolg dabei. Das ist auch in unserem Sinne, im Sinne der Beschäftigten, der Angehörigen und der Patienten ist, die gepflegt werden wollen in guter Qualität. Entschuldigung, ich mache das.
halben Stunde. Aber der das ist ja eine Dame.